Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Haben Sie schon mal etwas von Stammzellentherapie gehört? Das ist das Thema der heutigen Sendung. Wir möchten Sie heute aufklären, wann nutzt man Stammzellentherapie? Ist es überhaupt legal? Wer macht das und für was sind die Indikationen dazu? Das werden wir heute erfahren von einem Arzt, der heute aus Berlin angereist ist. Dr. Ralf Heinrich ist heute da aus der Theraklinik Berlin und ich bin gespannt, was wir heute alles lernen dürfen. Nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder und da ist mein Gast, Dr. Ralf Heinrich. Herzlich willkommen, lieber Ralf. Hallo, danke für die Einladung. Super, gerne. Ja, Stammzellen. Ich habe manchmal ein bisschen ein Durcheinander mit Zellextrakten oder Zelltherapien. Und da ist es ja da irgendwie, das geht um das Gesetz des Organtransplants. Stammzellen nicht? Oder ja. Ist da was? Wo ist mein Durcheinander? Ja, das Durcheinander ist, dass man nicht weiß, worüber man eigentlich redet. Wo ist der Ursprung der Stammzellen? Nehmen wir die aus tierischem Ursprung, Frischzellen. Genau, oder? Das hat er mir mal gemacht. Genau, und das war dann irgendwann ist ein Gesetz jetzt, in Deutschland jedenfalls, sind die Frischzellen seit ein paar Jahren verboten, weil da irgendwas mal passiert ist, irgendein Vorfall. Da hat irgendjemand mit tierischen Zellen rumgespielt, die waren nicht zugelassen und da gab es Abstoßungsreaktionen oder starke allergische Reaktionen, da wären die Menschen fast zu Tode gekommen. Und hat man alles pauschal im Deutschen Bundestag abgelegt. Alles, was nur nach Frischzelle oder Stammzelle aussieht, alles, was von außen kommt, in den Körper reinkommt, ist alles erstmal verboten worden. Auch die tollen Regeneresen, das war eine Ribonukleinsäure, hat überhaupt nichts mit Frischzellen zu tun. Das ist so erstmal alles abgebügelt worden. Die ganzen Firmen kämpfen jetzt dagegen, das wieder zu bekommen, die Zulassung wieder zu bekommen. Aber Stammzellen ist ja was wir in unserem Körper als Reserve in jedem Gewebe liegen haben. Also Stammzellen sind die Zellen, die sich in alle anderen Zellarten wieder zurückverwandeln können. Deswegen ja die Stammzelle, die ist noch nicht so richtig ausgeprägt. Ja, die hat sich noch nicht in irgendeine Richtung entschieden. Die kann Knorpelzelle, Hautzelle, Schleimhautzelle, Knochenzelle, alles Mögliche werden. Das ist das Rohmaterial, hä? Das Rohmaterial quasi, also die wartende, die ruhende Zelle. Ja, im Gewebe, die dafür sorgt, dass das Gewebe sich regenerieren kann. Also wir können nicht genügend Rohmaterial haben, Baustoffe, damit der Körper das kriegt und bauen jünger, kann, was er braucht. Je jünger der Organismus ist, desto mehr Stammzellen hat dieser Organismus, desto mehr unreife, noch nicht festgelegte Zellen gibt es. Und das ist ja dieses Wachstum, angefangen mit dem Embryo, der hat die meisten Stammzellen in sich. Das spricht für junges Gewebe, für Wachstum, für Schönheit, für Wohlergehen. Stammzellen sind immer da, werden aktiviert, wenn Gewebe sich teilen soll und muss und regenerieren muss. Und der therapeutische Einsatz der Stammzellen, der ist ganz unterschiedlich. Weswegen das so ein bisschen unklar ist, die Gesetzeslage auch, ist, dass es Institute gibt, die Stammzellen, auch in anderen Ländern, die mit embryonalen Stammzellen arbeiten. Das heißt, da werden menschliche Embryonen, ethisch unklar, wie sauber das ist, menschliche Embryonen dazu genommen, um, wenn es das Gewebe des Patienten entsprechend vermag, also wenn die Kompatibilität da ist, das muss natürlich genetisch getestet werden, kann man diese embryonalen Stammzellen bei kranken oder alten Menschen einsetzen, um das Gewebe wieder zu verjüngen. In welchen Bereichen auch immer. Ob Haut, ob Niere, ob Leber, ob Knochen, Knorpel, alles Mögliche kann wieder verjüngt werden. Durch diesen Charakter der Stammzellen. Da gibt es auch verschiedene Arten von Stammzellen. Wobei, es kann Verjüngung sein, aber wenn der Körper
einen größeren Bedarf hat an Reparaturen, an Organen, dann würde er automatisch zuerst das machen, bevor er die Verjüngung macht, oder? Ja, Reparatur meine ich ja mit Verjüngung. Das ist eigentlich damit gemeint. Also die Reparatur, Wiederherstellung von Organgewebe. Mhm. Ja. Was glaubst du, in welchen Bereichen unseres Körpers wir die meisten Stammzellen haben? Was glauben die meisten Menschen? Wo sind die Stammzellen? Ich hätte jetzt gedacht, im Knochenmark. Knochenmark, ganz genau. Das denken alle. Aber nein. Oh Gott. Wir haben im Fettgewebe die meisten Stammzellen. Im Fettgewebe, weil da unsere Reserven liegen. Da liegen unsere Reserven. Da packt der Mensch am meisten hin. Packt das hin. Ja, das ist nicht durchblutet, das wird nicht angegriffen. Das, und da kann sie trotzdem holen. Kann sie trotzdem holen, aber man braucht nur ganz wenige immer. Ja? Und aber wieso heißt es dann immer, es wird im Knochenmark gebildet? Oder? Ja, weil da auch welche sind, weil man die da gut zuerst erforscht hat auch. Und wenn man die Blutstammzellen liegen natürlich im Knochenmark. Und deswegen, wenn man eine Chemotherapie macht oder irgendwas in der Richtung macht, nimmt man erst die Knochenmarksstammzellen raus, damit man nachher wieder blutbildende Organe hat oder blutbildende Stammzellen hat und die gibt man dann wieder zurück. Und deswegen sind die so berühmt geworden, die Stammzellen im Knochenmark. Deswegen denkt man, ja, da haben wir ja die meisten, ist ja klar. Deswegen sind die so bekannt geworden, die Stammzellen, die Knochenmarksstammzellen. Und das ist erst später gekommen, die Forschung, dass man sieht oder entdeckt hat, dass man 10-mal bis 100-mal mehr Stammzellen im Fettgewebe hat und die auch natürlich nutzen kann. Mhm. So. Stammzellenaktivierung nutzt der Mensch von sich aus. Das heißt, wenn irgendwo was fehlt, wenn ich Sport mache, aktiviere ich meine Stammzellen, aktiviere ich die Mitochondrien und aktiviere meine Stammzellen. Ja? Wenn ich therapeutisch Stammzellen anregen will, kann ich das mit Blutlaserbestrahlung zum Beispiel machen. Mit infrarotem oder rotem oder grünem, gelben, blauen Laser. Es gibt jetzt auch schon seit 20 Jahren diese Forschung. Es gibt sogar einen eigenen Lehrstuhl in Graz. Da sitzt ein Professor, der nur für die Infrarot- oder diese intravenöse Lasertherapie forscht. Da hat man gesehen, Stammzellen werden angeregt. Also die Bildung von Gewebe, ja, Erneuerung wird angeregt. Ganz nicht. Toll. Ich hatte schon mehrere Sendungen über roten Laser gemacht. Ja. Aber es hieß eigentlich immer wieder, dass die Blutmoleküle mehr Energie kriegen. Ja. Aber das stimmt nicht im Zusammenhang mit der Stammzelle. Aber man hat jetzt festgestellt, dass eben die Stammzellen im Körper auch angeregt werden. Die Mitochondrien werden angeregt und damit auch die Stammzellen. Also neue zu machen oder werden angeregt, die aus den Fettzellen zu holen? Sich erstens zu vermehren und zweitens auch zu regenerieren. Beides. Die werden aktiviert. Ja, Aktivierung heißt, die vermehren sich wieder, aber setzen sich auch ein, um Gewebe zu regenerieren. Das ist eine ganz fantastische Möglichkeit. Mhm. Und wir haben schon mal in vergangenen Sendungen über Ozontherapie gesprochen. Auch das ist erforscht. Du hattest letztens Frau Professor Dr. König, Brigitte König hier. Brigitte hat uns gezeigt, dass die Ozontherapie und auch andere Applikationsformen, die Mitovit-Therapie, dass diese Therapieformen in der Lage sind, auch die körpereigenen Stammzellen zu aktivieren, zu vermehren. Ja? Und dass dadurch auch eine Verjüngung des Menschen oder des Körpers möglich ist. Mhm. Ja? Ich habe mal vor einiger Zeit, weil du gerade den Laser erwähnt hast, habe ich Stammzellenaktivierung, weil es da sehr, sehr gute, saubere Studien gab, bei Tieren allerdings, habe ich das nachgemacht und habe den Tibia-Knochen, also den Schienbeinknochen, angebohrt, habe ein Loch reingebohrt. Also bis wo bei dir? Bei meinen Tier. Patienten. Ah. Bin ich verrückt? Ich mache das doch nicht bei mir. Nein, wir haben das an uns auch ausprobiert. Ja. Meine Ärzte und ich, wir haben uns gegenseitig Löcher ins Schienbein gebohrt. Nein! Ja! Ich habe einen Notarzt bei mir im System, im Team, den Dr. Becker. Und der sagt, ja gut, das mache ich andauernd. Wenn ich keine Vene finde, dann bohre ich das Knochenmark auf mit einem Bohrer, mit so einem ganz normalen Bohrer. Mhm. Ja. Das tut auch nicht besonders weh. Ja, ist ja auch. Und die Patienten, die bewusstlos sind und die einen Herzinfarkt haben oder irgendwas und die keinen venösen Zugang mehr kriegen, da wird das
Infundat, also das, was wir infundieren möchten, also Adrenalin oder was auch immer, wird dann ins Knochenmark gegeben, weil es direkt einen Anschluss ans Blut hat natürlich. Mhm. Das ist wie ein offenes Blutreservoir, das Knochenmark. Mhm. So. Und jetzt haben Forscher entdeckt, dass wenn man die Ratten so behandelt und Mäuse und Affen, glaube ich, auch, dann und denen vorher die Nieren und das Herz und Leber schädigt, dass dann durch diese Bestrahlung, die muss mehrfach gemacht werden, dass sich die Niere wieder komplett regeneriert oder das Herz sich komplett wieder regeneriert, ohne große Narben, dass sich neue Muskeln bilden, auch Gewebe, die eigentlich nicht mehr regenerationsfähig sind, die nennt man postmitotisch, also nach der Zellteilung, Nervenzellen können sich nicht mehr teilen, Muskelzellen können sich nicht mehr teilen. Ja? Also auch solche Gewebe haben sich wieder teilen können durch die Aktivierung der Stammzellen. Und das ist ja revolutionär. Auch das ist revolutionär. Niereinsuffizienz. Ja, natürlich, genau. Und das haben wir dann auch eine Zeit lang bei unseren Patienten gemacht. Wir haben die dann im Knochenmark bestrahlt und hatten damit auch, finde ich, ganz gute Erfolge. Aber nicht jeder mag sich gerne ein Loch ins Knie bohren lassen. Also haben wir das Verfahren irgendwann wieder verlassen, weil wir diese tolle Ozonhochdosistherapie auch haben, die auch ähnliche Effekte macht, weil wir die intravenöse Lasertherapie haben. Wir haben die Mito-V-Therapie, die den Stromfluss im Körper bringt. Mhm. Also wir haben so viele Methoden, da muss man nicht ein Loch in den Knochen bohren. Deswegen haben wir das wieder verlassen, aber auch, weil ich die Methode der Stammzellentherapie mit der Fettgewinnung aus dem, mit dem Stammzellengewinn aus dem Fettgewebe jetzt etabliert habe bei uns. Das heißt, ich nehme das Fett aus der Hüfte. Man braucht ein bisschen Hüftspeck. Sonst kann man im Bauch irgendwo, also jemand, der kachektisch ist, magersüchtig ist, da kann ich die Therapie nicht durchführen. Ich brauche ein bisschen Fett. Ich brauche 50 Milliliter Fett. Und aus diesem Fett kann man die Stammzellen extrahieren mit verschiedenen Methoden und kann sie direkt wieder dem Patienten zurückgeben. Und dort, wo man es nötig hätte, zum Beispiel, dort, wenn jemand Ellbogenschmerzen hat, dann würde man es hier reingeben? Oder? Ich sag mal, wenn man Knieschmerzen hat, ins Knie, ins Gelenk, das ist so die, die approbate Methode, das in Gelenke, die Arthrose, Gelenke, die Meniskusläsionen, die Knorpelschäden. Ja. Damit der neue Knorpel bauen kann. Und das funktioniert sowas von wunderbar. Gott. Aber so richtig. Also ich habe eine Patientin, die, weil sie mir nicht so gefolgt ist, die danach eine künstliche Hüfte eingebaut hat. Alle anderen haben nichts mehr. Ja. Also alle Knorpelschäden, es ist das A und O, das geht relativ schnell. Nach 4 Wochen ist das Knie wieder viel besser. Meistens braucht man 2 Behandlungen. Mit der neuen Methode braucht man eigentlich nur noch eine, fast, würde ich sagen. Aber also immer da, wo Platten auf Platten kommen und kaum mehr Knorpel da ist, weil auf der Verschleiß des Lebens da gezeichnet ist, könnte ich mir auch bei den Wirbelsäulen teilweise noch vorstellen. Auf jeden Fall, das sind ja auch Knorpel, das sind ja auch Gelenke. Unsere Wirbelsäule besteht ja auch aus ganz vielen Gelenken. Ja? Die zwischen gibst du die Gelenke, Stammzellen die wieder rein und der Körper baut das, was er braucht, nämlich Knorpel, Elastizität. Genau. Das ist revolutionär. Ja, ist revolutionär. Macht aber wieder kaum jemand, oder? Ja, macht noch kaum jemand, aber ist auch im Kommen. Also ich habe euch jetzt schon... Das sind schon coole Dinge. Das sind coole Sachen. Es macht richtig Spaß. Ja? Also die Entnahme. Hast du schon mal eine Fettabsaugung gesehen? Ich habe ja eine mal zugeschaut bei einem Freund von mir, dann beim Bauch. Dann haben sie da so reingestochert. Genau, da, oder? So mache ich das auch. Ich stoche da mit so einer dicken Kanüle, stoche ich da im Fett rum. Das merkt man kaum. Ja, wie ein Metzger sagt das. Im Fettgewebe hast du halt keine Nerven, also ein paar subkutane Nerven. Da kann schon mal so ein bisschen ärgern in dem Moment. Aber wir machen auch eine kleine Betäubung dann lokal. Also man stochert wirklich so, wie du es gerade gezeigt hast, im Gewebe mit so einer Harvesting-Nadel, ja, so eine Erntenadel, die hat so ein bisschen so scharfe Ränder. Und damit ziehe ich dann 50 Milliliter, 50 Milliliter ist so viel Fett raus. Und das reicht eigentlich aus, um da genügend Stammzellen zu gewinnen. Wenn man das nachher zentrifugiert, hat man so ein ganz kleines, so ein Pellet unten in dem Eppendorf-Röhrchen. Und dann kann man damit alles machen. Dorthin tun, wo es gebraucht ist. Was ihr nochmals,
du hast dann wirklich, sagen wir, ein halbes Glas voller Fett draußen und jetzt da drin sind die Stammzellen. Ja. Und wie bringst du die raus, aus dem Fett, die Stammzellen? Na, wenn man es zentrifugiert. Also einfach drehen, bleibt, drehen, drehen. Und dann bleibt das Fett oben. Ja. Und der Rest. Und das zieht dir dann wieder schön aus? Damit ich nicht in den Verdacht komme, mit embryonalen Stammzellen zu handeln oder zu arbeiten, nenne ich das noch nicht mal Stammzellentherapie. Mhm. Das ist die stromavaskuläre Fraktion. Ja? Also im Zellstroma, also in dem gesamten Bindegewebe, im Fett- und Bindegewebe, sind eben auch Stammzellen. Da sind aber auch noch andere Zellen, die auch noch einen unheimlich guten, positiven Effekt haben auf Knorpel, auf Gelenke, auf alle möglichen Organe auch. Die können sich ja in alle möglichen Organzellen umwandeln, diese Stammzellen. Und deswegen sage ich stromavaskuläre Fraktion. Ja? Dann bin ich das mit dem Stammzellen Etikett so ein bisschen los, auch wenn wir jetzt sagen, klar, wir reden über Stammzellen. Ja, alles, was ich höre, ist ja total logisch und ist auch logisch, legal. Ja. Es ist eine körpereigene Therapie, oder? Ja, es ist auch nicht verboten, das zu machen. Ja. Das machen jetzt schon x Orthopäden, die haben das mittlerweile mitgekriegt, dass es besser ist, eine Injektion zu machen in Gelenk, als einen Kniegelenksersatz zu machen. Die verdienen zwar mehr am Kniegelenksersatz meistens, aber bei dieser Reparatur, ich meine, wenn du ein neues Knie hast, musst du alle paar Jahre wieder wechseln, oder? Sagen wir, ich glaube, 10, 15 Jahre ist das. Ja, und die Prozedur selbst ist ja nicht schön. Und man kann immer was versuchen. Hast du auch überall. Und Entzündungsreduktion ist ja auch was, was die Stammzellen wieder modulieren können. Ne? Weißt du, was man immer hört, ist bei Arthrose, ist, da kann man nichts mehr tun. Ja. Es bleibt ist Verschleiß. Verschleiß ist kaputt. Genau. Muss man reparieren. Muss man vielleicht irgendwann mal ein Gelenk einbauen. Ja. Künstliches. Das ist Standard. Standard. Was mir jeder Orthopäde auch sagt, ist halt so, gerne, da muss operiert werden. Ja. Ja. Ist nicht so. Es muss niemand operieren. Nein. Punkt. Nein. Ja. Und wird das überall schon angeboten? Österreich, Schweiz, Deutschland? Das machen nur wenige bis jetzt. Das machen nur wenige, aber einige. Es kommen immer mehr. Also ich kann nur dazu raten, an alle Kolleginnen und Kollegen, sich damit auseinanderzusetzen. Wer macht da Ausbildung? Hast du es selbst gelernt? Wenig, ja. Ich habe es beim Dr. Weber in Lauenförde gelernt. Mhm. Der hat uns das im Rahmen mehrerer Seminare gezeigt und ich habe bei ihm ein paar Wochen hospitiert. Mhm. Ich bilde jetzt, sagen wir mal so, bei mir können die Leute alle hospitieren. Ich habe dauernd jemanden neben mir sitzen, dem ich alles beibringe. Ja, unbedingt, weil du mir dann auch schon eine Sendung über Galvano gemacht, gell? Ja. Ich habe jetzt schon drei Ärzte ausgebildet in der Stammzellentherapie, aber aus meinem Team. Ja. So. Und es ist nicht so schwer. Also wenn man so ein bisschen, wenn man Liposuktion kann, also Fettabsaugung kann und weiß, wie man die Stammzellen da aus dem Fett kriegt, eine Kniegelenksinjektion oder eine Hüftgelenksinjektion oder sonst wo eine Injektion muss man halt auch können. Mhm. Aber wenn man das alles kombiniert, dann ist die nicht so wahnsinnig aufwendig. Ich habe zwar eine riesen Werkbank, so eine Laminar-Flow-Werkbank, sterilen Raum und alles, das muss man schon alles haben. Ja. Das kann man nicht einfach mal so zack, Fett raus und so rein, aber es ist regelkonform und dann passiert auch nichts. Ich hatte noch nie eine Nebenwirkung, eine relevante. Nee, kann ich nicht sagen. Das ist manchmal so ein bisschen, dass die Hüfte so ein bisschen, also da, wo ich es entnehme, da, das ist so ein bisschen Schmerz, dass da auch mal geblutet hat. Das hatte ich schon mal, aber es ist selten. Es und da wird ja auch nichts aufgerissen oder kaputt gemacht. Ein kleiner Faszien oder so. 0,5 Zentimeter. Ich bleibe ja oberhalb der Faszie. Mhm. Ja, also voll im Fettgewebe. Ne? Da wird nichts zerstört. Es ist sehr, sehr sanft. Kann man x-mal wiederholen. Auch eine Prävention. Kleine Schönheitsoperation, das Bauchfett weg. Ne? Ja, wenn man das an der richtigen Stelle entnimmt. Ja. Ich habe auch einen plastischen Chirurgen bei mir im Team, der macht das noch ganz toller. Der ist auch Bildhauer, der modelliert. Also, aber meistens mache ich es noch, die Entnahme. Aber es können auch, wie gesagt, noch drei andere bei mir aus dem Team, diese Entnahme und diese Applikation. Ja, das ist eine ganz wunderbare Methode, um auch Prävention, ja.
wenn ich weiß, ich bin 50 plus, selbst Fußballer mit 30 plus könnten das gebrauchen, um nicht so schnell wieder in die Verletzung zu kommen. Ne? Also Knorpelschaden, Meniskusschaden ist ja ganz klar. Also auch für solche Leute wäre das mit Sicherheit auch interessant. Habe ich auch ein paar, aber es ist zu wenig bekannt und ich bin ja jetzt keine Praxisklinik, die nur sowas macht. Deswegen ist das nicht unser absoluter Schwerpunkt, aber es ist eine ganz wundervolle Sache. Also ich würde am liebsten einmal am Tag würde ich so eine Stammzellentherapie gerne machen, weil es auch so ein bisschen operativ ist. Handwerk. Macht auch Spaß, ist so Handwerk, ne? Ja. Nicht nur reden. Mhm. Ja, ich behandle ganz viel auch in der Praxis. Klar. Also nicht nur das Reden. Aber wenn wir zum Ablauf, ich meine, jetzt schaut jemand aus Wien zu oder aus der Innerschweiz und der sagt, hey, mega cool, ich habe da zwei Platten, würde gerne einen Knorpelaufbau machen, dass ich keine Schmerzen mehr habe, problemlos mit meiner Hüfte laufen kann oder mit meinen Knien schmerzfrei, Ausrufezeichen. Muss er sich da eine Woche bei dir einquartieren irgendwo in Berlin oder ist das eine ambulante? Ambulant. Der kommt morgens und geht wieder? Das ist möglich. Anders als bei der großen Blutwäsche, das muss gut vorbereitet werden. Das ist ein anderes Thema. Das kann man einfach ohne große Vorbereitung machen. Da ist eigentlich keine große. Und wenn er jetzt eine Hüfte hat oder ein Knie und er kommt ambulant und geht wieder nach Hause, reicht das schon für den Knorpelaufbau oder braucht es eine zweite und eine dritte? Es kann sein, dass es eine zweite und dritte Behandlung braucht. Aber die erste Behandlung ist schon mal meistens eine sehr, sehr deutliche Linderung. Sein Schmerzpegel reduziert sich schon? Meistens. Ja. Oh, das ist meistens. Wirklich. Ja. Meistens um 60% oder 70%. Manche 100%. Ich habe immer noch Patienten, die haben gesagt, ich habe nur eine Injektion bei dir ins Knie damals bekommen. 3 Jahre her. Ich habe immer noch keine Schmerzen. Also nach 3 Jahren kann man davon ausgehen, dass man das nochmal wiederholen muss oder so. Ne? Mhm. Aber in der Regel ist das so wirksam, die Stammzellen bauen neue Knorpelzellen auf. Das ist deren Natur. Ja, jetzt ist nichts, kein Wunder. Ja. Das ist logisch. Zellbiologie letztendlich. Ja, ja. Und trotzdem nur erstaunlich. Also ich muss mal der Kurt Mosetta fragen, wo immer wieder im Profisport zu tun hat in der Bundesliga, ob die das da machen in der Bundesliga. Also man kann am selben Tag noch weiter trainieren. Also das ist jetzt nicht das Problem, sich zu bewegen dabei. Ja. Das ist überhaupt nicht das Problem. Also ich werde ihn fragen, ist dann nächste Woche da. Und sonst könnte ich ihm da effektiv noch mit dir kurz schließen. Denn wenn es im Spitzensport eben erfolgreich läuft, dann kommt es sehr häufig auch zu uns raus. Schultergelenk, Fingergelenke, Knöchel, alles, Sehnen. Ja. Selbst, wie gesagt, Organe. Sehnen auch. Organe, jedes Organ kann man auch theoretisch damit behandeln. Ja. Ah, die ganzen Sehnenscheidenentzündungen, die immer wieder und immer wieder kommen. Ja, klar. Musiker, Sehnenscheidenentzündung. Ja. Epikondylitis, alles Tennisarm. Das. Tennisarm. Tennisspieler, ja, klar. Aber meistens sind es bei mir die chronisch Kranken, die Schmerzpatienten, die Entzündeten. Das ist die Hauptsache. Aber ich hätte gerne natürlich die einfachen Patienten, die Sportler, die sagen, hey, Prävention oder eine kleine Läsion oder irgendwas, das ist viel einfacher als jemand, der so ganz chronisch krank ist, dann zu behandeln. Je jünger, je gesünder der Mensch ist, desto weniger muss der Impuls sein, desto schneller habe ich einen Therapieerfolg und ich lebe von Therapieerfolgen. Ich freue mich wie Bolle, wenn jemand sagt, hey, ich bin frei von Müdigkeit, ich bin frei von Schmerz, ich bin frei von Entzündung. Da freue ich mich, da geht mein Herz auf, deswegen mache ich das ja. Das sieht man dir an. Angefangen haben wir bei der Frage nach Frischzellen, tierischen Zellen und. Ja. Wir wissen jetzt, dass das illegal ist, weil es um das Organ geht. Leider. Ich muss dir noch so sagen, in der Schweiz ist es verboten, aber im Kanton Appenzell ist es erlaubt. Und das ist ein Widerspruch in sich selbst. Ja, klar. Und wir hatten hier oben eine Klinik, die das gemacht hat, weil es legal ist. Ja. Und dann kommt die Eidgenossenschaft mit einem riesen Trari-Trara, oder? Und große Untersuchungen. Der Kantonsarzt sagt, nee, bei uns ist das erlaubt. Und die Eidgenossenschaft sagt, nein, das ist verboten. Das ist schon lächerlich. He? Lächerlich, ja. Also ausgetragen wurde dieser Fight auf dem Rücken der Klinik. Und das ist und der Patienten. Ja, das ist total absolut Schwachsinn. Aber das, was ich heute gehört habe, ist, wir brauchen ja gar nicht zu solchen Dingen zu gehen, sondern wir haben sie ja in uns selbst. Und wenn wir das eigene nehmen und es wieder da implizieren, wo wir es wirklich brauchen, dann ist das revolutionär. Ja. Wow.
Die Vorstufe von diesen Dingen, die sehr, sehr viele Ärzte machen, ist PRP zum Beispiel, Platelet-Rich Plasma. Da nimmt man Blut und die Thrombozytenfraktion nimmt man da und die kann man auch ins Knie spritzen oder in die Gelenke spritzen. Es hält bloß nicht annähernd so lange, aber das ist auch erlaubt. Das ist genau wie Stammzellenentnahme, Fettzellen. Man kann die sogar die Fettzellen theoretisch mit ins Kniegelenk spritzen, aber wir machen das eben nicht. Aber manche Praxen machen das. Gibt schon mal da Probleme. Aber das PRP-Plasma zu nehmen und das zu spritzen, das ist auch schon 40 Jahre alt, diese Methode. Oder Serum oder irgendwas da rein zu spritzen. Das sind eben diese stromavaskulären Dinge im Gewebe, die erneuern auch. Ja? Ich hatte mal einen Arzt da, der macht noch so erfolgreich Goldimplantate, indem er so kleinste Goldteilchen ums Knie herum setzt, damit das Ionen abgibt, die Entzündungsprozesse reduziert. Aber das da ist ja eigentlich noch einfacher. Noch einfacher. Ja, irgendwas Fremdes da reinzusetzen, da scheue ich mich so ein bisschen davor. Ja, Gold, ja, okay. Aber es funktioniert. Das ist ja das Kupfer, Schöne. Gold, ja, kann man alles machen. Aber es ist ja eigentlich immer wieder eine Entzündung, die gleich wieder mit Goldionen ausgeglichen wird. Und hier habe ich ja eigentlich etwas, eine Heilung von innen heraus. Eine Heilung von innen heraus. Ich sage nichts gegen Goldimplantation, man kann mit vielen natürlichen Methoden arbeiten. So aus Gold ist ja auch letztendlich irgendwo aus der Natur entnommen. Aber man kann auch viele Dinge aus der Natur entnehmen, die schädlich sind. Alle Pharmapräparate sind aus der Natur entnommen. Die sind halt verändert. Gold ist halt in Erz. Das ist edel. Das macht nicht so viel Toxizität im Körper. Ne? Im Gegenteil eher. Aber solange es keine Legierung ist. Aber, ja, eben. Meistens sind es ja Legierungen. Ja, das ja. ist es ja. Du kannst ja nicht das reine Gold, das gibt es kaum. Mhm. Ja? Deswegen ist es schon... Ja. Also lieber Ralf, du uns eigentlich dafür Wissensschätze offenbarst, ist echt großartig. Tut mir gut. Danke, ja. Ich moderiere unfassbar gern, wenn ich was lernen darf. Schön. Und heute habe ich wieder so vieles lernen dürfen. Und ich muss nur schauen, dass ich das nicht vergesse und laufend in die nächsten Interviews integriere oder andere Ärzte anstecke mit diesem Virus. Ja. Denn das ist ein Virus im wahrsten Sinne. Wenn man sich da damit mal infiziert, dann muss man sagen, hey, also das wird nicht jedem gefallen, jeder medizinischen Behandlungsform, wenn man hier an der Ursache was ändert und so aufwendige, metzgerartige Therapieformen über sich ergehen lassen muss, was viel Geld kostet. Und hier, Schnäppchen. Ich will auch nicht gegen die Kolleginnen und Kollegen musst reden, du auch nicht. Die jetzt operieren. Ne? Aber wenn Plan A nicht funktioniert, ist B immer noch gut. Genau. Logisch. So sehe ich es auch. Ergänzen, zusammenarbeiten, aber nicht einfach immer nur sagen, es gibt nur alternativlos, um dieses Wort auch noch zu nennen, diese Therapie und nichts anderes. Das ist einfach nicht richtig. Ja. Was wir haben, ist ein Manko an Wissen, dass es noch viele mögliche andere Sichtweisen gibt, weil die nicht geschult und nicht gelernt werden. Ja. Und deshalb braucht es Ärzte, die 30, 40 Jahre lang auf der Suche sind, nach noch mehr Informationen. Und da muss man andocken. Und danke, dass du uns das geschenkt hast. Sehr gerne. Ja. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich weiß gar nicht, wo ich zusammenfassen sollte. Sei es bei Knieschmerzen, Sehnenschmerzen, Knochenschmerzen, Fingerschmerzen, Arthroseprobleme. Hüftschmerzen. Alle möglichen Degenerationen der Gelenke. Ja, und dann habe ich mir aber noch bei Nierenprobleme und Herzprobleme, oder? Also hier hätten wir auch eine andere Therapieform, die wir ergänzend, man weiß sogar nicht, ob man vielleicht sogar mal noch eine Niere wieder richtig zum Laufen bringen würde mit so einer Therapieform. Weiß man ja gar nicht, oder? Es ist ein Versuch wert. Ja. Verbesserungen haben wir damit schon erzählt. Statt die Dialyse alle Tage oder alle Woche zu machen. 90% unserer Patienten sind Schmerzpatienten, sind Gelenkpatienten. Aber ich habe auch schon Patienten, die eben Niere, Herz, Gehirn Probleme hatten, erfolgreich damit behandelt. Aber dazu habe ich zu wenig Zahlen. Ich bin ja, das ist ja nicht mein absoluter Schwerpunkt. Ja, ja. Man müsste da viel mehr forschen. Das wäre so toll. Im Bereich der Tierwelt ist das schon erforscht. Ja. So richtig 10.000 Menschen, Patienten behandelt, eine Studie darüber machen. Ja. Ist halt so. Danke dir. Aber weißt du, meiner Erachtens ist eben auch die Erfahrungsmedizin auf Augenhöhe.
mit der doppelblind-placebo-kontrollierten Studien, weil die Erfahrung eines Mediziners ist meiner Erachtens genauso gleichbedeutend. Da muss nicht alles immer kausal sein, wenn man das Fingerspitzengefühl hat und die Erfahrungswerte dahinter. Dr. Medralf Heinrich war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und halten Sie sich bitte diesen Schatz warm. Sollte mal irgendwo solche Probleme und Schmerzen irgendwo auf Sie zukommen, was ich nicht hoffe, dann haben Sie heute einen Plan B gehört oder sogar einen Plan A, bevor man da irgendwie richtig invasiv wird, dass man auch diese Möglichkeit in Betracht zieht. Das war das Ziel dieser Sendung und bitte teilen Sie auch diese Sendung möglichst an viele Menschen, wo Sie wissen, dass Sie mit solchen Problemen zu tun haben. Nur durch das gegenseitige Teilen von Wissen ist es möglich, viele schmerzgeplagte Menschen auch wirklich zu erreichen und ihnen die Option darzulegen. Entscheiden müssen die Menschen immer noch selbst. Aber wir haben unser Bestes getan. In diesem Sinne alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.